Hallihallo, na, ihr ist auch wieder da? So, ich habe fertig geerntet und ich habe gedacht, ich nehme euch jetzt gleich direkt mal mit auf die Reise. Denn wir haben ja jetzt die Sojabohnen abzugeben und das müssen wir in der Nähe vom Hof tun. Den Dasher habe ich schon heimgefahren, weil, naja, das ist jetzt nicht so spannend, wenn man da mit 20 auf der Landstraße rumeiert. Wie das hier mit dem Gefährt jetzt gleich wird und 13.000 Liter Soja hinten dran, weiß ich noch nicht, aber wir werden es jetzt gleich herausfinden. Und dann schaufeln wir noch schnell die Silage ins Silo rein. Ne? Haben wir ja alle schon 20 Mal besprochen. Machen wir jetzt diesmal. So, ich habe noch nicht geguckt, ob es neue Missionen. Oh, Entschuldigung. Neue Missionen gibt. Das werden wir jetzt dann gleich sehen. Uiuiui. Aber erstmal muss ich mich hier über den Feldweg quälen. Muss man aber hier schon gescheit aufpassen, dass man dann. Uiuiui. Dass wir hier gleich irgendwo drin liegen. Das wollen wir ja natürlich nicht. So. Den Berg hoch wird jetzt bestimmt gleich lustig werden. Naja, ich weiß ja nicht so. So, da vorne kommt wieder mein Lieblingsschlagloch. Ja, es ist ja kein Schlagloch mehr, das ist ja schon hier, keine Ahnung. Schlagstraße oder so. Okay, jetzt Schwung nehmen. Go, 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 go. Alles, alles, was geht. Ja, gut. Kommen wir vorwärts oder? Tatsächlich, wir kommen noch vorwärts. Wir reiben nur komplett unsere Reifen auf. Ja. Gut, warte mal. Ich glaube, wir müssen vielleicht ein bisschen zurück. Oh Gott, ich habe Angst, dass nicht die Anhänger jetzt gleich. Warte mal, ich mach's anders. Ich lasse die einfach da an Ort und Stelle stehen. So, die Druckluftbremse wird schon regeln. Regelt. Kein Problem. So, dann fahren wir jetzt den erst nach Hause und holen den anderen Schlepper. Der hat ein paar PS mehr. Vielleicht machen wir da vorher noch ein Gewicht vorne auf die Achse. Wobei ich gar nicht so weiß, ob das so gut ist, aber irgendwas müssen wir tun, sonst kommt der Berg nicht hoch. Ja, das lief ja hervorragend. So, lasse ich den jetzt hier. Nee, komm, wir fahren gleich zum Hof. Dann kann man nämlich direkt umsteigen. Das ist gut, weil dann. Ich brauche den sowieso gleich am Hof. Ja. Ja, der hat 18 PS weniger wie der Deutz. Ach, wieder einer, der hier mitten über die Straße läuft. Was ist nur los mit den Leuten hier? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es gleich so viel Wirkung hat. Ich bin mal gespannt, ob es der Deutsch schafft. Ansonsten kann ich es nur so machen, dass ich den Helfer einsetze, sage, er soll losfahren und von hinten anschieb. Oder ich muss die Hänger einzeln fahren. Aber das war jetzt eigentlich nicht meine Intention dahinter. Aber wenn ich da nicht herumkomme, ne, dann kannst du nichts machen. Ne? So. Dann stellen wir die Kiste mal eben hier ab. Boxt nicht blinken. Macht den Motor aus. Danke. So, das ist noch nicht abgelassen. Okay, dann einmal senken.
Da muss halt doch der Deutz kommen und du musst es hier wieder richten. Ja, es ist. Ist wie es ist, ne? Kannst du nichts machen. Da hat die MF Power einfach aufgegeben. Na komm, geh aus. Danke. Und ich glaube, der MF hat auch Pflegebereifung drauf. Das ist halt auch ein Umstand, der mit Sicherheit nicht dazu beiträgt, dass es besser läuft. So. Die Karte, die ist schon echt hübsch, ne? Also, jetzt auch gar, weil ich auch ein bisschen grafisches Update habe, ne? Also, ich muss schon sagen, ja, nice. Kann mir vielleicht sogar vorstellen, hier mit den Tagen pro Monaten noch ein bisschen hoch zu gehen, wenn wir mehr Felder haben. Weil jetzt unbedingt die Maschinengröße würde ich jetzt nicht unbedingt bis ins Unermessliche hochschrauben. Wir haben ja eh schon gesagt, 200 PS ist das Maximale der Gefühle an Schleppern. Jetzt müssen wir hier mal wenden. Schlägt mein Head-Eye-Track wieder hier an. Ja. Okay, und jetzt. Gib alles. Das hat ja hervorragend geklappt, mein Plan hier. War das Mittagessen wieder ein bisschen zu schwer, oder was? Komme ich vielleicht auf den Grünstreifen rüber? Habe ich da mehr Grip? Also ich bewege mich, ja. Oder? Ja, ich bewege mich. Das ist aber auch hier das steilste Stück, ne? Und es ist halt echt ein Problem, wenn du hier mitten am Hang dann anfahren mit dem Gewicht hinten dann, ist halt uncool. Aber ich glaube, wir bleibt schon nichts anderes übrig, wie einmal einen Anhänger abzukoppeln, zumindest bis wir oben sind. Vielleicht. Ich habe ja immer noch hier die Hoffnung, dass ich auf dem Grün etwas mehr Grip habe. Aber bis jetzt bestätigt sich das noch nicht. Ich glaube, irgendwie habe ich so das Gefühl, ich komme auch nicht mehr vorwärts, oder? Aber guck mal, da drüben dreht er einfach auf jeden Fall weniger durch, wie auf der Straße. Go, go! Schläuche habe ich ja dran gemacht, oder?
Ja, gut, das hätte man auch einfacher haben können. Guck mal, jetzt kann ich auf einmal fahren. Schade, dass die stehenden Räder hinten keine Geräusche machen, so Schleifgeräusche oder so Quietschgeräusche oder so. Ja, guck mal, und jetzt zieht er völlig durch. Ja, gut. Das ist, ja. Ich sag jetzt einfach mal nichts dazu. Vielleicht schneide ich das auch aus dem Video raus. Na? Und dann tue ich so, guck mal, hey. Na, das ist doch ganz einfach. Ankoppeln und losfahren. Ja. Genau. Oder so. Oh ja, das war aber zwar hier Ideallinie ein bisschen ausgeholt, ne? So, gleich gibt's Eibach, gleich gibt's Kohle, 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 Kohle. Ich meine, gut, ich will ehrlich sein. Eigentlich war mein Ziel nur, die Folge in die Länge jetzt ein bisschen zu stecken, weißt du? Weil ich habe jetzt nicht mehr so viel Content, den ich jetzt hier anpacken kann, weil ein bisschen Silage schaufeln wird jetzt nicht so lange dauern. Deswegen habe ich gedacht, stelle ich mich da 3 Minuten. Ach so, hä, ach so. Jetzt war ich kurz verwirrt, warum da hinten die 37 blinkt, aber ja. So, jetzt müssen wir noch den Abgabedrücker für das Getreide finden. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da bestimmt schon mal dran vorbeigelaufen. So, erstmal mal hier hin, hier. Oh, warte mal, das. Das sieht verdächtig nach Abgabepunkt aus. Hallo? So, ah ja, hier. Kann man abkippen. Auch mal den ersten Anhänger aus. Der geht ja easy rein. Die Frage ist, was machen wir mit dem Soja? Haben wir Soja im Lager? Nö. Wollen wir Soja im Lager? Was? Ich würde sagen, wir gucken mal, wie viel es ist und wie viel haben wir? 91%. Okay, müssen wir jetzt mal ein bisschen. Oh, der geht nach hinten. Wo kippt der ab? Über den Kornschieber oder was macht er jetzt hier? Nee, über die Klappe. Was? Oh, da ist eine Düngemission drin. Annehmen. Aber, wie jetzt? Ich hab nicht mehr. Ich habe alles abgegeben. Der Dasher ist leer. Guck mal hier. Traktor, Anhänger leer. Dasher leer. Und hier läuft der Motor. Achso. Das ist jetzt aber unangenehm.
Ja, da werde ich das wohl über Safegame fixen. Ich werde die fertig melden. Gut, dann bekommen wir halt keinen extra Soja. Kann ich mit leben, aber dass ich das Geld für die Mission nicht kriege, das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Aber wie gesagt, ich mache das so, dass die Mission abgeschlossen ist einfach, dass es abgegeben ist. Und dann kriegen wir wenigstens das Geld für die Mission, weil das wäre jetzt schon ärgerlich. Also, und ich weiß gar nicht, warum wir jetzt da, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Das sollte doch eigentlich kein Problem sein. So, aber ich kann jetzt meine Anhänger nicht in den Unterstand stellen, weil da das Heu noch steht, ne? Aber das ist kein Problem. Stellen die einfach hier kurz ab. So, hier am Feldrand würde ich sagen. Jo, da kann man dann direkt gleich reinfahren. So, aber erstmal hier die Schläuche mal abmachen. So, nehmen wir dann den hier zum restlichen Verdichten. Ich glaube schon. Einmal hier geparkt. Dann steigen wir kurz um, machen die Schaufel dann, schubsen das Zeug hier wieder rein und verdichten es noch gar. Dass wir da noch einen Deckel drauf machen können. So, rein hier. Ja, mach mal den Blinker an. Rückwärts wäre so eine Option. So. Und hier steht die Schaufel hervorragend. Die Palettengabel brauchen wir dann wieder, wenn wir die restlichen Heuballen noch aufräumen müssen wollen. Können. Das steht ja auch noch bevor. Aber mal gucken. Und ich habe gesehen, dass wir hier richtig Kohle machen können mit Holz bzw. mit Hackschnitzeln. Da können wir uns ja eine richtig goldene Nase verdienen. Problem ist halt nur, boah, unsere kleinen Maschinen halt, ne? Ja, so. Ist gerade alles ein bisschen schwierig hier. So. Okay, voll. So, wir kippen das ein bisschen mittig aus. Das ist halt der Nachteil, ne? Man fährt es halt gleich wieder vor, aber gut. So ein Stück fest. So. Das sollte eigentlich reichen, dass ich es dann. Oh. Oh. Jo. Oh, ich kann mit der Schaufel auch schieben. Nice, guck mal, die Seite haben wir schon sauber. Also mal gucken, ob ich den Flecken hier da drüben noch irgendwie wegbekomme. Cool. Warte mal, den da vorne hätte ich dann auch gern noch. Ja. Und den hier noch.
habe das bestimmt schon mal ausprobiert, aber ich würde es gerne nochmal ausprobieren. Was ist Fischspeis? Ich meine, ich habe hier gerade 200 Liter, das tut mir nicht weh. Wenn ich die hier mal kurz abkippe. So. Kurs. Kann ich hier, warte mal. Mach mal eben. Zack. Ein. Mit dem Snipping-Tool hier ein kleines Foto. Okay. Und es hat Saftfutter gegeben. Also, wenn ich mich wieder frage, was macht Fischmais? Vermutlich alles Häckselgut ist dann Saftfutter. Ist jetzt mal so eine wilde Vermutung von mir. So, und ich kann ja schieben. Warum habe ich das jetzt gerade nicht? Weiß ich nicht. Komm, wir probieren das nochmal. Vorwärts bitte. Ja, gut. Das hat ja hervorragend geklappt. Das hat schon besser funktioniert, würde ich sagen. So. Ja. Passt. Hallo? So, jetzt müssen wir das hier da drüben aber auch nochmal hier. Wir machen das schon akkurat, liebe Leute. Vielleicht. Okay. So, hier haben wir auch noch was. Wir nehmen jeden Liter mit. Wir sind arme Bauern. Wir müssen sparen. So. Okay, und jetzt. Schieb dir mal gescheit aneinander. Ah, hervorragend. So, jetzt können wir den Platz hier noch kurz mitnehmen. Ah, das gibt man jetzt einfach hier drauf. Hervorragend. Und jetzt können wir hier auch schön reinfahren, ohne dass wir wieder was rausfahren. Und unter dem Frontlader durchgehen, immer eine hervorragende Idee. So, dann nur mal gucken, wie viel, dass wir jetzt hier durch unsere Wurmschieberei wieder kaputt gemacht haben. 2%, ja, das ist ja, das ist, glaube ich, machbar. 1% haben wir schon. 100%, ja. Ja, gut. Jetzt ist, glaube ich, ein hervorragender Moment, um die Folge zu beenden, liebe Leute. Ja, ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen, ist doch zum Kotzen. Naja, komm. Dann, wir geben mal, leichte Starthilfe. So, ein Schubserl. So, wo können wir denn anpacken, ohne dass wir irgendwas kaputt machen? So. Also ich habe extra vorher ein bisschen Luft aus dem Reifen rausgemacht, damit ich hier, ne? Dann jetzt, aber pass mal auf. Ja, toll. Mach den Motor aus. Und der Schlepper steht auch im Weg. Vielen Dank fürs Einschalten.
Leute, ich befreie mir eben meinen Taktor und dann sehen wir uns am nächsten Tag wieder mit gefixter Mission und ja, keine Ahnung, was der November alles Tolles mit sich bringt. Wir werden es herausfinden. Bis dann. Ciao, ciao.